Ist einer tot? Nein, es ist keiner Totschnecke. Oh, schade. Oh, schade, ja, blöder Subchip, stürzt sich endlich mal in den Subchip Tod. hat gar keine Berechtigung mehr, du bist Subchip hat gar tot! keine Berechtigung mehr, du bist So tot. wie ich! Bin halt zurückgekommen, Subchip ist halt auferstanden. Subchip ist halt auferstanden. Dafür kann ich ja nichts. Da, klar kannst du was dafür, du alter Cheater. Ja, Cheater. Musst du was sagen? Ich? Wieso? Ich bin nicht gestorben. Du hast aber dafür vorgeschummelt. Wieso vorgeschoben? Ich habe nur trainiert. Das ist legitim. Kannst ja mal Spooky, wenn er das Ja. fragen, wieso er in der Abstimmung von Flasti gesagt hat, du sollst nicht lieb zu mir sein. Hat er gewartet? Ja! Und ich Ah, nehm den Blick auf! sehr gut. Ja, die wollen mir Rage-Folgen sehen. Es gibt in unserer Gruppe Ja, eine kann ich Abst. nachvollziehen. Ach, hast du gehört alles, ja? Ja, ich find's auch witzig. Das hat schon für's auch witzig. Der So, Spooky ist wieder zurück. da. Du hast Jawohl. gewählt, dass, ich nicht lieb sein soll zu Steckbein. Genau, ich war mal nett zu dir. Ausnahmsweise. Spooky war mal nett zu mir, ausnahmsweise. Sehr schön. Unverständlich. Er will schon nett Außerdem, sein zu ihm. genau, außerdem finde ich das gar nicht nett, gar nicht schön, ist gar nicht so lustig, wenn du auf einmal nett wärst. Ja, eben, ich finde auch, wo ist denn da der Humor, wenn ich mal nett bin? Ja. Kann ich auch nicht nachverstehen, was die Community da immer votet und so, ich weiß auch nicht. Die haben sich doch auf mich eingeschossen. Das ist ja hier eine Frechheit. Okay, dann können wir ja weiter, oder wo waren wir? Wer fehlt denn jetzt? Ach, der Auf jeden Spooky, Fall. da. Da ist der Spooky. Auf in den Tod. Auf in den Tod, die Schwiegermutter naht. Das wäre mal. Oh. Wollt ihr ewig leben? Hurra! Was wollt ihr dann? Mauam. Ja. Ja, das Einzige, was ich in diesem Level immer nervig fand, ist, dass man die Viecher manchmal nicht richtig sieht. Ja. Diese kleinen Geister, die immer über den Boden kriechen, die nerven mich immer tierisch. Ist halt die, ist halt ein Duell der Schatten, ne? Ja. Fehlt nur noch das Siegel von Orichalkos, ne? Das gibt's ja mittlerweile als Karte sogar. Das gibt's tatsächlich. So? Ja, als offizielle Verliert Karte. man dann auch seine Seele, Ich wenn man tot weiß ist? nicht, ich will es nicht ausprobieren. Das steht nicht drauf, aber es passiert wahrscheinlich trotzdem. Ja. Versteckter Text auf der Rückseite. Aber das ist gut, egal wie die Gruppe dann votet, dann bin ich so oder so herzlos ohne Seele. So kann ich mich schützen vor der Aufnahme. Marionette. Bam. Bam. War doch nicht mal richtig aus dem Boden raus. Ne. Ich weiß auch nicht, ey. Also Leute, die das hier wegen der Optik gucken wollen, den macht ihr echt alles kaputt, ihr beiden Zerstörer. Was sagen? Ja, ich mache ja nichts, ich lasse den Golem machen. Also wenn, ist der Golem schuld. Ich selbst, ich rühre keinen Finger. Nein, der Golem ist nur ein Werkzeug. Das Werkzeug ist niemals schuld. Das Problem ist, er ist ja ein Werkzeug mit eigenem Willen. Das heißt, er ist doch schuld. Relativ, ne? Ich habe voll die. Attentäter wäre auch nicht schuld, weil Attentäter gilt nur als Werkzeug. Ich meine, die ganze Zeit hoffe ich auf eine Rune namens Friendly Fire, aber es wird einfach keine kommen. Das Kommt in eben der drauf an, wie ersten. gut dein Werkzeug ist, ne? Wenn du einen Attentäter engagierst. Natürlich. Jetzt ist es nicht, dass es zerbricht oder so. Na. Bist du natürlich auch schuld, wenn du den falschen, aber das. engagierst. Oh, hier, Friendly Fire geht doch in der ersten Welt. Das ist doch diese Arena oder so. Ja, Stell das dir mal vor, stimmt. Diablo mit Friendly Fire. Ja, mal ein neuer Herausforderungsmode. Ja, vor Friendly allem Fire Mode. und dann kombiniert mit Hardcore. Ja. Da darfst du echt kein Zauber mit Blizzard oder Meteor haben oder sowas. Oder Und kein Nahkämpfer. Archon-Explosion. Ja, oder Archon-Explosion.
Oh, Level Up. Ah. Schon wieder. Das Spiel verwöhnt dich ja hier mit Level Ups. Also ich muss sagen, die Gegner droppen mehr blaue Sachen als auf Meister 5 auf Inferno, ey. Ja. Alles was sie droppt ist blau das und dann stimmt. immer 3, 4 gleichzeitig. Ja. Das ist richtig. Bevor ihr reinrennt, ich will noch kurz meine Fertigkeit. Mach das. Oh, den mag ich überhaupt nicht. Diese komischen Wirbelwinde und die Blasen und so. Nicht mein Lieblingsgegner. Ja. Der ist der zweitnervigste neben Belial. Okay, alles soweit? Ja. Alles klar. Ja, vor allem beim Dings ist der richtig nervig beim hier hinten als Überboss. Ja. Das stimmt. Ja, da ist er noch schlimmer. So, ist alles drauf hier. Oh. Sehr schön. Ja! So ist er gelegt. Jetzt bin ich taub. Jetzt bin ich sowas von taub. Sehr schön, das ging ja relativ fix. Gut, dass Spooky so overpowered ist. Ja, genau. Gar nicht bewegt. So, jetzt geht's eh in die Stadt, stimmt. Xabjai musste natürlich noch die letzten Dinge kaputt machen, die hier rumstehen. Wenn du guckst, ob irgendwo was rumliegt. Ja, na klar. Zwei Golems sind ja, glaube ich, auch draufgegangen. Yeah, Level Up. Oh, jetzt muss ich erstmal mit Adria reden hier. Weil das Problem ist, die stehen so dumm nebeneinander, dass man kaum mit denen reden kann. Ja. Das ist echt sehr nervtötend. So, jetzt kann ich mit Lea mal quasseln. Rennt jetzt schon gleich los. Natürlich. So, kann ich ja meine Fähigkeit mal ein bisschen umskillern. Was haben wir denn hier? Plunder, Plunder, Plunder. Ja, nichts Besonderes eigentlich. Ja, nö, ich brauche nichts umskillen. Ist nichts Ordentliches da. Okay, das kann man verkaufen, verkaufen. Wir haben ein bisschen Platz machen gleich. Ah ja, stimmt, das kann man machen. Wenn man schon mal hier ist. Ja, alles plündern. Oh, stimmt, jetzt kann ich aber zum Schmiedi. Aha. Einmal neuer Angriff. Der Schmied, ja, das müssen wir doch mal herstellen. Was haben wir denn hier für eines? Oh, warum nicht? Nehmen wir einfach mal. Ja, kriegen wir es noch besser hin? Was haben wir denn noch so? Oh ja, das war auch noch, stimmt. Ja, ah, ja. Noch gucken, ob es bessere Sachen zu kaufen gibt da unten irgendwo. Ja, für euer Level vielleicht noch, ja. Cool, sehr schön. Dann Seite würde ich das auch gerne sparen für gleich im dritten, weil da gibt es wahrscheinlich definitiv bessere Sachen. Aber gut, hier gibt es auch nichts momentan bei dem. Ne, ist etwas mau, ja. Na, guck mal, hab's noch. Ne, kann man gleich wieder werden. Gut. Perfekt. Okay. Ich glaube, die hole ich mal einfach mal. Achso, du bist eh schon unten, ja? Perfekt. Da startet ja eh gleich die nächste Mission. Ach stimmt, deshalb müsste jetzt der vierte Händler freigeschaltet sein. Ah, da unten sind verdammt viele Händler. Ja, aber es gibt einen, der noch nicht freigeschaltet. Ach Mist, hier ist jetzt die blöde Mission mit den Meteoren. Naja. Machen wir die jetzt schnell. Du kannst ja trotzdem zu den Händlern. Die kriegt man ja auch zur zweiten. Ah. Ich bin schon unterwegs. Das hat ja wieder gerade so schön gehangen, das Spiel.
Ja, weil wahrscheinlich, weil ich mich zu exporte. Das könnte ja sein, ja. So. Es kann sein, dass die Leute hier tatsächlich sterben können. Ja. Gibt's ja eine Herausforderung, auch so viele Leute zu retten, hier ein paar 20 oder so. Oh ja, das Beste ist gerade, als ich sie abgeholt habe, war schon ein Meteor unterwegs und hat sie getötet. Da ist natürlich Super. auch toll, ja. So, die haben wir. Da war ich schon. Ah ja, perfekt. Ach ja, da kommt schon die Meute. Sehr Oh, gut. Geld! Oh, wie schön. Viel Jo. Geld. Wie haben wir denn hier? Oh. So, passt. Ich dachte mal, wir könnten, dass, da wir drei Leute sind, die sich aufteilen können, teilen wir uns auf. Ja. Ja. Ist schön. Ich war, bin überrascht, ja, dass du mal gedacht hast. Ey, du weißt ja, was ich dir geschickt habe, ja? Ich habe einen sehr hohen Logikwert. Naja, ich hab's gesehen. Wer hat das nur geschrieben? Der hatte wohl keinen hohen Logikwert. Hast du eigentlich schon angefangen mit der Bearbeitung an deinem Anti-Hater-Video, Respekt im Netz-Video und Nö, ich so? habe kaum Material bisher. Ich meine, da macht man mal einen Oh. Aufruf, die Leute müssen einem nur einen Link schicken und dann haben mir vielleicht zwei oder drei Leute einen Link geschickt. Das war ja echt Ach. mager bisher. Also dafür, dass Ja, ich mal. momentan ist irgendwie so ein bisschen tote Hose, auch mit den Fragen. Ich habe ja auch nochmal Fragen für das Super Sunday Special mal Ja. gefordert. Da hast du Schneckbein und ja, ein paar Vereinzelte noch so zwischendurch was gemacht, aber ansonsten auch gar nichts. Ja, also die Elisa Wöbke, die macht immer, wenn man die notfalls schreibt die an, die schickt dir dann 20 Fragen innerhalb von 10 Minuten. Oh, ein Legendary sogar. Oh, Stiefel. Ja, Stiefel, das ist gut. Muss ich doch mal gleich identifizieren Hat hier. dein Barfuß rumgelatscht? Nein. Aber legendäre Stiefel gehen doch immer, oder? Zack. Ja, super. Und die sind doch noch schlechter. Hey. Also bis jetzt konnte ich mich heute nur freuen, dass ich überhaupt Legendaries gefunden habe, aber nicht über das Legendary selbst eigentlich. So. Ja, So. das Problem kenne ich. Aber jeder von uns hat ganz schön viele heute gefunden. Ich glaube, ich hatte jetzt vier und so viel hattet ihr auch ungefähr jeder auch, ne? Also heute ist ja echt ein Legendary-Regen. Ja, bei dir ist ein Krankenwagenregen oder was ist das Ja, schon wieder da ja. durchgebollert? Ja, die ballern hier den ganzen Tag durch, also. So, jetzt kommt unser Lieblingsgegner. Yay! Also wenn wir den schaffen, schaffen wir auch den Hardcore-Modus durch. Ohne Probleme dann. Das ist jetzt noch die größte Hürde, würde ich mal sagen. Obwohl der vierte Akt hat es auch teilweise in sich. Aber ich wäre, weißt du, mir geht es ja nur um Level 30. Danach ist mir ja Ja. scheißegal. Wenn ich dann draufgehe bei Diablo oder so, ist mir wurscht, wenn mich dann mein Schattendoppelgänger tötet. Hey, irgendwie reizt es mich jetzt auch richtig weiterzukommen. So, das haben Gut wir. geklappt. Oha. So, jetzt kommt ja Ich der. habe. Das geht jetzt auch noch, aber danach. So, jetzt hat er keinen Mann, Bock diese mehr. Geige. Habe ich eigentlich noch drei Runde? Ja, die stehen nur so verteilt. Wahnsinn. Beschwören wir mal neue. Alles drauf, was ihr habt. Sie nervt aber auch. Jawohl! Jawohl, sehr gut. Woo! Easy peasy! Und die erste große Feier in der Runde.